Hallo und herzlich willkommen zurück bei Forspoken. Wir laden mal dieses Speicherplätzchen, denn wir sind derzeit noch in Zippor unterwegs und sollen nun ein paar Männlein und Weiblein füttern. Da müssen wir hin. Hier sollen wir das Essen abholen. So, hier haben wir unseren Lieben. So. Also, bist du überhaupt der Richtige? Lass mich noch mal ganz kurz gucken. Sollen wir echt zu ihm gehen? Sieht ein bisschen komisch aus. Das ist jetzt richtig, wo ich bin, oder? Ich hoffe einfach mal. Er ist ein Kurier. Hast du was zu essen? Ich soll hier Rationen abholen. Und sagst du mir auch, wer du bist? Ordensvertretung. Warum fragst du? Oh, verzeih. Tja, sie hat mich geschickt, um das Essen für die Kranken und Verletzten zu holen. Aber mir geht's selbst nicht sonderlich gut, wie du ja siehst. Könntest du es für mich einsammeln, bitte? Ist gleich da drüben. Das ist der Mann, der hier das Sagen hat. Okay, ich gehe also einfach hin und schnapp mir das Zeug. Ja, ich belästige dich nur ungern. Dann zieh ich los, schätze ich. Okay. Hole die Ration von der Rationierungsstelle ab. Kleinen Moment, bitte. Ich habe gedacht, ich schaffe noch eine Folge, ohne den Laptop anzuschließen, aber irgendwie ging es jetzt ganz schön schnell nach unten hier, die Akkuanzeige. So, dann holen wir ihn mal jetzt. Oh. Die Ration bei ihm. Ich glaube, ich habe schon alles bei der Katzenfrau gekauft. Hallo. Ich habe leider nichts Neues für die Kätzchen. Das ist aber eher schlecht jetzt. So, hier haben wir den guten. Hast du einen schönen Rock an? Guten Tag. Hm? Wo ist denn der Kerl, der sonst kommt? Er fühlt sich nicht so gut. Also bin ich jetzt hier. Auch gut. Hier, das sollte alles sein. Ich finde es äußerst unglaubwürdig, dass er mir einfach die ganzen Lebensmittel gibt. Fehlt da nicht ein bisschen was? Hä? Komm schon, rück den Rest raus. Gut, aber das war's jetzt wirklich. Hier, ich hab dein Zeug. Wenn ich Ihnen die Sachen bringe, werden Sie mich lieben. Vielen Dank auch. Ich dachte, wir sind da, um die Sachen hinzubringen. Okay, gehen wir zurück. Und was treibst du jetzt wieder, Ach, Orden macht eine Pause, also helfe ich ein bisschen aus. Die Arme. Es war absehbar, dass sie bis zum Umfallen schuften würde. Ja, warum tut sie das? Warum hilft sie Menschen, bis sie aus den Latschen kippt? Du weißt bereits, dass sie beide Eltern verlor, als sie noch ein Kind war, oder? Zwar ist Robian jetzt zurück, den Tanta sei Dank, doch die Angst, noch jemanden zu verlieren, muss ihr sehr zusetzen. Daher tut sie wohl, was sie kann, um genau das zu verhindern, auch auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit. Gut, aber wenn sie es damit übertreibt, wird sie bald niemandem mehr helfen können. Doch wer von uns vermag, sie aufzuhalten? Es ist allein ihre Entscheidung. Bis dahin könnt ihr etwas Geril, ein wenig Entspannung verschaffen. Geril? Was ist das? Ein starkes Kraut, das den Geist beruhigt. Und du glaubst, das hilft, Orden? Vielleicht lässt es sie zur Ruhe kommen. Wie den Beichenbaum findet man es in Avualet. Avualet, was? Wenn wir dort schon nach Harz suchen, können wir auch danach Ausschau halten. Aber erst müssen wir Orden das Essen bringen. Bitte, bitte übernimm du dich nicht auch noch, so wie sie.
doch jetzt eben erzählt, dass ich an Stromer schießen wollte. War nicht. So, Trehi, Quell der Weisheit. Ein Kognoszent aus Visoria, der sich große Sorgen um Orden, die Tochter seines engen Freundes Robion, macht. Weil er alles in seiner Macht Stehende tun will, um zu helfen, erzählt er Frey von einem wirkungsstarken Kraut namens Gyril und erklärt ihr, wo sie es finden kann. Dabei lernt er noch eine weitere kleine Weisheit von seiner unerwarteten Lehrerin. Wissen ist zwar wichtig, um anderen zu helfen, aber Wissen zu besitzen und es nicht mit anderen zu teilen, ist ebenso unnütz, wie gar kein Wissen zu besitzen. Ja. Okay. Warum soll ich ihn jetzt zu Orden zurück? Ich hab das Zeug doch noch gar nicht. Habe ich Gyril schon gesammelt? Habe ich Gyril in meiner Tasche? Warum soll ich ihn jetzt zu Orden zurück? Oder soll ich ihr einfach sagen, dass ich ihr dieses Zeug hole? Mizikatzi, ich habe keine Zeit. Warte mal. Ach nee, das sind wieder die. Ach nee, ey. Ich muss mir das mal aufschreiben, dass das die Kinder sind. So. Oh, die ist links. Habe ich Gyril jetzt mal im Ernst? Habe ich das schon? Ich füge das mal zusammen. Nö, wir haben kein Gyril. Vielleicht sollen wir ihr das ja sagen, dass wir das besorgen, oder? Nein, wir dürfen nicht aufgeben. Irgendetwas muss ich tun können. Ach, Ordi. Danke, Frey. Hey, eine Hand wäscht die andere. Die Leute sorgen sich um dich, weißt du? Wirklich? Ja. Also ruh dich aus, bevor du weiterschuftest, du Sturkopf. Du hast schon recht. Es wäre für alle etwas unangenehm, wenn ich wieder umkippe. Wirklich, vielen Dank, Frey. Ich werde mich auch richtig ausruhen. Jetzt gleich, jawohl. So, also das haben wir jetzt gemacht, aber jetzt brauchen wir immer noch das Gyril-Zeug. Wir sollten uns direkt rausgeschmissen. Wallet aufbrechen, um Ordens und ihres Vaters willen. Richtig. Los geht's. Wenn du das nächste Mal in Avoilé bist, halt unbedingt Ausschau nach Gyril. Es kann sich als nützlich erweisen. Orden, einsames Vorbild. Eine junge Frau, die ihre eigenen Probleme vor andere verbirgt. Der wahre Grund für ihre Selbstlosigkeit ist der Tod ihrer Eltern. Sie will niemanden mehr verlieren, also opfert sie alles, um andere zu retten. Auch wenn es sie an den Rand der Erschöpfung treibt. Wenn sie eines daraus gelernt hat, ihren Gegenpol Frey kennenzulernen, dann, dass es manchmal in Ordnung ist, ehrlich zu sagen, was man empfindet. Okay, sie ist ihr Gegenpol. Wir gucken mal schnell auf die Karte. Hier. So. Wir, das sind die Kinder. Hier mal ein Fragezeichen. Da ist ein Event. Wir gehen mal zu diesem... Ach, nee, das ist... Nein, weg mit diesem Event. Das ist das Beet-Event. Wir sind durch. So, jetzt gucken wir mal. Wo haben wir... Was? Hier? Freys Abenteuer. Das ist aber doof. Ja, da ist Freys Abenteuer. Also wir brauchen Gyril. Hoffentlich merke ich mir das. Wir werden jetzt mal die Wassergärten unsicher machen, würde ich sagen. Und wir beginnen. Das ist schon wieder was anderes, gell? Straße nach Zipol. Straße nach Zipol. Okay. Gesegneten Ebenen. Ja. Wassergarten. Wassergarten. 1, 2, das ist hier wieder was anderes. Das ist der Wassergarten. Gut, wir gehen zum Wassergarten. So,
1,3 Kilometer. Was? Kann ich hier nicht irgendwo hin teleportieren mal schnell? Das ist ein bisschen, boah, ist weit unten. Hier, Heilige. hier. Nee, hier kann ich nicht hin teleportieren. Mist. Tizia-Gilde. Nee, das bringt alles mal so gar nichts. Das Doofe ist auch, wir kommen nicht hier hinten raus. Ja. Doch, wir... Wir gehen da raus, wo wir immer rausgehen. Müssen wir halt hinrennen, aber wir machen das einfach mal mit unserer wunderbaren U-Taste. Was warten die denn bitte? Auf Sonnenschein? Das wird nicht wahr sein. Heute ist Ostermontag, gell? Ja. Wenn ich das aufnehme hier. Und jetzt, da ich Wäsche waschen kann, weil ich wieder zu Hause bin, ist natürlich scheiß Wetter. Das darf doch wohl nicht wahr sein, was soll der Scheiß? Die ganze Zeit ist schönes Wetter. Jetzt komme ich hier wieder an und sage mir der Wetterbericht, nö, also, Wäsche kriegst du draußen nicht trocken. Kannst du voll vergessen. Was ist denn eigentlich hier los? Wieso ist denn das alles so hässlich hell hier? Hilfe, bin ich. Ich sehe überhaupt nichts. Leute, was ist das denn? Soll das so sein? Sehe nix. Jetzt keine Zeit. Ich möchte nicht hier sein. Dieser komische Nebel hat mich voll verwirrt. Voll krasses. So. Gucken wir mal. Dass wir hier wegkommen. Wir wollen endlich mal in den Wassergarten. Also dieser Nebel ist echt belastend. Da vorne gibt es auf jeden Fall was. Ach ja. Ach, guck mal da. Nein! Nein! Bist du doof? Oh, Frey, du bist aber eine blöde Kuh. Was ist denn mit der los? Oh, die ist aber belastend. Was war das denn? Wir sind 1A runtergehüpft und jetzt so eine Scheiße. Hast du sie noch alle? Okay. Jetzt ist aber gut hier. Ja gut, das hat sich jetzt auch nicht unbedingt gelohnt. Müssen wir jetzt einfach nicht gerade runter? Wäre mir, Ach ja. Ach ja. Okay. Also. Ich hab vergessen, ich sollte mich noch abrollen. Oh, komm schon! Ich mag's nicht. Weiter, Torki.
Es gibt scheinbar nur noch. Kann das sein, dass Freys Magie die Magie von Junoon ist? Ach, guck mal da. Weil, guck mal, wir haben nur noch 2 Slots frei. Und ich habe auch gesehen, dass ich 50% beim Spiel gemacht habe, also von der Hauptstory. Nee, irgendwie. Also, was ist das denn hier für ein Ding? Junoon Raps. Ich bin falsch. Ich bin auf der falschen Seite der Karte. Ja. Nee. Gehen wir hier hoch. War gleich so komisch. So, hier vorne müsste doch jetzt irgendwo... Und das nehmen wir natürlich mit hier. So. Ja, da drüben ist alles lila. So, da müssen wir hin. Dann. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Okay, wir sterben scheinbar echt nie. Ringstein. Da wieder hoch. Ich spüre irgendwas. Heilende Effekt plus 15. Sehr schön. So. Gehen wir mal auf dem direkten Weg dahin. Hä? Ich glaube, ich sollte U drücken, aber es funktioniert nicht. Ach, Gottchen. Okay.
Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht so sicher. Doch, doch. Federchen. Blockstein. Okay, hier ist schon mal sehr... Ja, hier sieht sehr nach dem Demo-Gebiet aus, sag ich mal. Küstenpfeilchen. Ja, was haben wir denn da? Da drüben ist ja einfach mal eine Festung. Hä? Hier ist ja einfach so eine Festung. Eliminiere den Feind. Okay, wir können da doch noch nicht runter. Wo komme ich denn da drüben hin? Zu eliminiere den Feind. Ach, das ist einfach nur ein Baumstumm. Ich glaube, das könnte ich einsammeln. Ja, da unten ist das ganze Wasser. Aber das Gute ist, dass ich dieses Mal voll aufgepowert bin. Das können wir gar nichts. Bei der Demo war es echt anstrengend teilweise. Ja, genau. Erzähl mir noch einen. Wie weit noch? Wir nähern uns. Wo ist denn hier jemand? Sag mal. Yep. Sind wir schon bei Eliminiere den Feind? Oh. Da liegt noch was. Oh. Vorne ist eliminiere den Feind. Oh. Bist du schon an eliminiere den Feind? Ach, da. Ja, das war eindeutig eliminiere den Feind. So. Rätselkiste. Bam, yay. Hab ich gedacht, ich hab's verlernt. Mal sehen. Was haben wir hier? Ich glaube, mir wird Forspoken echt fehlen. Weil das so ein Spiel ist. Ich weiß auch nicht. Bis auf unseren Typen da, in diesem anderen da, ist es echt angenehm. Da unten gehen wir auf jeden Fall hin. Da drüben ist das Ding. Okay, wir machen das mal anders.
Wir wollen dahin. Wir wollen dahin. Der Wassergarten. Wir wollen dann dahin. Und ja, dann wollen wir dahin. Wollen wir so machen? Schön am Land, am Rand lang quetschen. Hey! Freu dich wieder. Ray, bleib bei mir! Verdammt! Hast du noch was? Ein Küstenveilchen. Ja, von denen wachsen hier echt wenige. So, da drüben ist natürlich jetzt der Nebel. Wer hätte das gedacht? So, bevor wir in diesen Nebel hineingehen, speichern wir mal schnell. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.